Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir müssten mal wieder zusammen meinen Kleiderschrank aus, aber diesmal viel radikaler. Ich möchte diesmal, dass 40% von meinen Kleidern gehen und ja, ich nur noch 60% übrig habe. Warum? Es gibt einen Anlass. Wir ziehen in ein paar Monaten von Berlin nach Portugal und wir werden uns vom Stauraum her halbieren. Und deswegen dachte ich mir, ist es vielleicht auch keine schlechte Idee, mich von den Kleidern her zu halbieren. Und ich habe jetzt einfach eingesehen, in den letzten 9 Monaten, die wir mit einem Koffer in Portugal waren, dass ich das alles nicht mehr brauche. Also das war wirklich so eine Erleuchtung in dieser Zeit. Wenn man mal mehrere Monate nur aus einem Koffer lebt, dann merkt man, man braucht nicht mehr. Und jetzt sind wir zurück und ich habe so Bock auszumisten. Ich zeige euch mal, wie der Schrank vorher aussieht. Jetzt wäre es mega cool, wenn ihr einmal in die Kommentare schreibt, was denkt ihr, wie viele Teile sind das? Einfach mal drauf losraten. Ich habe Socken und Unterhosen und BHs auch mitgezählt, T-Shirts, Kleider etc., alles sonst auch. Auch Jacken und ja, bitte gebt mal einen Tipp an, das würde mich mega interessieren. In meinem letzten Ausmist oder in meinem ersten Kleiderschrank-Ausmist-Video habe ich ja schon euch so ein bisschen die KonMari-Methode gezeigt und diesmal möchte ich euch wirklich 12 super hilfreiche Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr auch euren Kleiderschrank ziemlich radikal ausmisten könnt. Und ja, wenn euch die Themen Nachhaltigkeit und Minimalismus und Ordnung und Struktur interessieren, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Ihr unterstützt mich damit sehr. Ich freue mich auch wirklich, wirklich sehr. Und jetzt geht's los. Erstens, ausmisten im Kalender eintragen. Vielleicht kennt ihr diese Sätze, ich finde nichts mehr, ich habe nichts mehr zum Anziehen, ich habe zu viel Zeug, ich weiß gar nicht mehr, was ich anziehen soll. Ja, dann ist es auf jeden Fall Zeit, sich mal Zeit zu nehmen zum Ausmisten und ich kann es nur jedem empfehlen, blockt dafür einen halben Tag in eurem Kalender. Am besten ein Wochenende am Samstag 3 bis 4 Stunden und am Sonntag nochmal 3 bis 4 Stunden, wo ihr vielleicht wirklich nochmal über Sachen drüber gehen könnt oder schon ein paar Sachen fotografieren, einstellen und loswerden könnt. Und so könnt ihr an einem Wochenende so viel erreichen. Es muss halt wirklich nur im Kalender stehen, dass man es ernst nimmt und dann auch anpackt. Und ich finde es auch psychologisch gut, wenn man nicht so auf dem Sofa sitzt und denkt, so, jetzt misst ich aus, sondern wenn man sich vorher schon drauf vorbereitet und auch so eine Vorfreude entwickelt, yeah, am Samstag geht's los, da lege ich ganz viel Ballast ab und werde ganz viele Dinge los. Es hat mir auch total geholfen, dass ich jetzt da an dem Tag heute, wo ich ausgemistet habe, mega bam, bam, bam in einer guten Stimmung war und auch echt entscheidungsfreudig. Zweitens, alles muss raus. Den Fehler habe ich jahrelang gemacht. Ich bin immer so durch meine Kleider gegangen und dachte mir, ja, vielleicht das, vielleicht doch nicht. Es muss wirklich so sein, dass alles aus dem Kleiderschrank raus muss. Alles. Ihr könnt es schön auf den Boden legen, am besten auch schon so ein bisschen sortieren nach Pullover, Kleider, kurze Hosen, lange Hosen. Aber es ist ganz wichtig, dass alles rauskommt und auch da liegt und man mal sieht, oh shit, so viel Zeug habe ich. Und auch ein Vorteil davon ist, dass man danach wundervoll den Kleiderschrank einmal reinigen kann. Alles rausgeräumt. Das ist super wichtig, dass wirklich man mal einen Blick dafür bekommt, wie viel man wirklich hat. Da ist die Unterwäsche, die Socken, alle T-Shirts, die Jacken, die Strickjacken, alle Kleider, kurze Hosen, Röcke, Pullover, Hosen, lange Röcke, Tops, Hemden und Pullover. Drittens, eat the frog first. Das ist eine Ausmistmethode und die bedeutet, dass man mit dem, was man am
meisten hasst, anfängt, weil man es dann einfach hinter sich hat. Und das waren bei mir die Socken. Ich hasse es, Socken auszumisten, weil man muss alle aufmachen und gucken, passen die überhaupt zusammen. Ich habe sehr viele schwarze Socken, da ist es echt manchmal den Wust und man weiß gar nicht, welches Paar jetzt zusammengehört. Dann muss man halt auch schauen, sind die an der Ferse schon dünn, haben die Löcher, das ist scheiße viel Arbeit und echt nervig, aber ich habe damit angefangen und es lief eigentlich echt gut und danach ist man auch nochmal viel motivierter, weil dann was kommt, auf was man sich ein bisschen mehr freut. Ich habe es geschafft. Ich habe super viel aussortiert und ich habe aber auch darauf geachtet, dass ich zum Beispiel auch noch Wollsocken behalte, denn es kommt ja der Winter auch mal wieder. Und ja, ich bin zufrieden. Das bleibt nur noch. Und das sind ganze Socken, die gehen. Und das sind Socken, die kaputt sind oder der zweite Socken fehlt oder etc. pp. Yay! Viertens, ausmisten nach Jahreszeiten. Bei allen Dingen, die ich habe, die sollten ja eigentlich schon so alle auf dem Haufen sein. Und diesen Haufen sortiere ich dann nochmal so ein bisschen. Zum Beispiel bei Pullovern habe ich dicke Winterpullover, mittlere Übergangspullover und dünne Pullover. So tue ich die nochmal so ein bisschen aufteilen. Und dann fange ich halt auch erst an auszumisten. Und obwohl Sommer ist und ich meine Winterpullover jetzt natürlich nicht anziehe, sortiere ich die nicht aus. Weil ich ja weiß, es kommt noch der Winter, da brauche ich sie. Und wenn ich die schon so ein bisschen nach Jahreszeiten hinlege, dann weiß ich auch, okay, bei dem Stapel kann ich ungefähr die Hälfte wegtun, bei dem Stapel kann ich die Hälfte wegtun und trotzdem habe ich noch für jede Jahreszeit einen Pullover. Bei den Pullis habe ich sortiert, also das sind alles Winterpullis. Das sind Übergangpullis hier, das ist so Übergang. Hier haben wir so ganz, ganz dünne Pullover und da eher, ja, Sweatshirts. Und so fällt es mir auch einfacher zu sortieren, wenn ich es nicht nur nach Jahreszeiten mache, sondern auch so ein bisschen nach Stil, weil ich dann weiß, okay, ich brauche keine 5 dünnen Pullis oder ich brauche keine 5 Winterpullis, wenn ich jetzt nach Portugal ziehe. Obwohl, da kann es auch echt kalt werden im Winter. Es ist ja auch so, beim Kleiderschrank ausmisten ist ja nicht das Ziel, so viel wie möglich wegzugeben, sondern Dinge wegzugeben, die man nicht mehr braucht, wirklich das ganze Jahr über nicht mehr. Und manchmal behält man doch ein Kleid, das man schon seit einem Jahr nicht mehr angezogen hat, weil es einfach das Hochzeitskleid ist, das man immer anzieht, wenn man auf Hochzeiten geht. Also super schwer fallen mir Kleider, weil ich irgendwie so ein persönliches Faible für Kleider habe. Und ich habe wirklich enorm viele Kleider. Und trotzdem versuche ich da auch zu unterscheiden, jetzt Kleider wie zum Beispiel das da, das ich fast nie anhatte. Und der Grund ist eigentlich, ich hatte es fast nie an, weil es mir eigentlich nicht so gefällt. Es sieht ganz nett aus, aber dieses Muster ist eigentlich überhaupt nicht meins, deswegen kann dieses Kleid weg. Habe ich jetzt den Fall, dass ich zum Beispiel zwei Kleider habe, die vom Schnitt ähnlich sind. Das da hier oder das da hier. Und da versuche ich halt schon, mich für eins zu entscheiden und natürlich gucke ich, wie stehen sie mir und auch, wie ist das Material. Und ich werde hier das da behalten, weil hier das Material einfach viel besser ist und ich weiß, dass ich noch länger was davon haben werde. Und in dem anderen sehe ich ein bisschen blass aus. Sehe ich eigentlich auch super selten an, aber ich behalte es, denn es ist mein ultimatives Hochzeitsoutfit. Jedes Mal, wenn jemand heiratet und es ist ein bisschen kühler, also nicht zu hot, ziehe ich dieses wunderschöne Kleid an. Fünftens, kaputt, passt nicht, nie getragen. Das sind eigentlich die einfachsten Dinge, die man aussortieren kann. Bei allem wirklich mal gucken, sind da schon kleine Löcher drin, ist der Reißverschluss kaputt, fehlt ein Knopf, den man nicht mehr annähen möchte oder kann, dann sind die Teile kaputt und man kann sie eigentlich weggeben. Hier ganz klar kaputt und ja, kann gehen. Passt nicht mehr.
Das ist immer eine der schwierigsten Sachen. Ich habe sehr viele Hosen, wo ich denke, irgendwann passe ich da noch mal rein, aber ich werde mich jetzt von vielen trennen. Und es ist ja auch so, wenn man diese Hose sieht, die jahrelang im Kleiderschrank liegt und man passt nie rein und passt nie rein und passt nie rein, dann gibt es ja einem auch kein gutes Gefühl. Und dann ist es besser, wenn man sie einmal weggibt und akzeptiert, dass man jetzt einfach eine Größe größer hat. Es ist ja meistens so, also bei mir ist es so, dass 80% der Hosen passen, immer, und es halt nur so 20% gibt, wo ich wirklich ein bisschen utopisch bin und denke, oh, vielleicht passe ich da irgendwann noch mal rein. Die habe ich vor 12 Jahren gekauft. Ich habe auch ein Kind bekommen, was nicht heißt, dass man deswegen dicker ist, aber ich glaube schon, dass mein Becken so ein kleines bisschen breiter geworden ist nach der Geburt. However, auf jeden Fall werde ich da einfach nicht mehr reinpassen. Es gibt auch ein Beweisvideo, dass ich da nicht mehr reinpasse. Ich glaube, ich muss mir selbst eingestehen, dass ich in diese Hose nicht mehr reinpassen werde. Ja, und dann gibt es auch noch die Teile, die man einfach nie getragen hat. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, es gibt einfach Teile, die man nie getragen hat, weil sie einem irgendwie nicht so stehen und nicht gefallen. Oder es gibt Teile, die man nie getragen hat, weil, oder selten getragen hat, weil es einfach solche Kleider sind oder Jacken oder so für ganz besondere Anlässe. Wie zum Beispiel meine Wanderhose. Die habe ich auch sehr selten an, aber ich behalte sie, weil irgendwann gehe ich wieder wandern. Oder meine Regenhose zum Wandern und solche Sachen halt. Sechstens, in Outfits denken. Das hilft mir auch, wenn ich jetzt bei manchen Kleidungsstücken nicht sicher bin, soll ich die behalten oder soll ich die weggeben, dann mache ich es mir so, dass ich überlege, zu welchen Sachen kann ich denn die kombinieren. Bei diesem Pullover zum Beispiel, der passt wundervoll zu meiner kurzen Hose. Der passt wundervoll zu meinem Blumenkleid. Der passt auch wundervoll zu einer schwarzen Stoffhose. Also den kann ich wirklich mit sehr vielen Sachen kombinieren. Aber zum Beispiel diese Bluse, die passt eigentlich nur zu dieser Hose. Und sonst irgendwie zu gar nichts. Und deswegen muss sie gehen. Ja, und das ist ganz cool und spart eigentlich auch im Alltag total viel Zeit. Da bin ich auch noch dabei, so einen wirklich tollen Plan auszuarbeiten, wie ich meine Kleider im Kleiderschrank hinhänge, sodass ich immer genau weiß, das gehört zusammen, das gehört zusammen, das gehört zusammen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig mit Pullovern und so, aber das hilft auf jeden Fall, wenn man schon mal gedanklich weiß, dass man diese Sachen kombinieren kann, weil man dann auch nicht früh jedes Mal vom Kleiderschrank steht und sich erstens fragt, was ziehe ich an? Und mit was kombiniere ich, sondern man hat dann einfach schon so Outfits hängen und ist einfach mega die Erleichterung am Morgen. Siebtens, Hilfe annehmen. Manchmal denken wir ja, das steht uns besonders gut, aber das ist vielleicht gar nicht der Fall. Also bei Sachen, ich denke schon, dass ich ein gutes Gefühl habe, was mir steht und nicht, aber bei manchen Sachen, da frage ich einfach mal nach. Zum Beispiel schicke ich mal Freund ein Foto, obwohl man dazu sagen muss, der hat so einen ganz anderen Geschmack als ich. Also der ist mehr voll der wirkliche Minimalist, der auch nur 3 Farben in seinem Kleiderschrank hat, der mir bei so manchen Hippie-Sachen eher sagt, oh nee, weg damit. Oder Instagram, wenn ihr da Freunde habt, die euch folgen, dann packt doch einfach mal in die Story und fragt eure Freunde, hopp oder top, soll es bleiben oder gehen? Mir hat es sehr geholfen beim Ausmisten. Ne? Danke, danke an die Instagram-Community. Wenn ihr da auch dabei sein wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Und das hat mir wirklich geholfen, aber so ein paar Teilen, wo ich unsicher war, doch zu sagen, hey, es bleibt oder nee, das geht. Achtens, neue Fragestellung. Normalerweise stehen wir vorm Kleiderschrank, haben ein Teil in der Hand und fragen uns, warum soll ich das weggeben? Dreht die Frage doch mal um und fragt euch, warum soll ich es behalten? Welche Argumente sprechen dafür? Und dann könnt ihr noch einen Schritt weiter gehen und euch fragen, würde ich 8 Euro dafür zahlen, um dieses Stück zu behalten oder um es sozusagen zu transportieren. Also das ist jetzt so ein bisschen abstrakt gedacht, aber bei uns stimmt es halt jetzt gerade total. Wir ziehen ja von Berlin nach Portugal und natürlich müssen unsere Sachen da irgendwie hin und natürlich kostet das Geld. Und wenn ich jetzt einen Teil in der Hand habe und mir überlege, okay, möchte ich dafür Geld ausgeben, dass ich es behalten kann, dann treffe ich nochmal ganz andere Entscheidungen und vielleicht könnt ihr euch das auch einfach mal so vorstellen.
Neuntens die KonMari-Methode. Ich möchte sie auch noch mal ganz kurz hier erwähnen, weil es wirklich sehr viel bringt, jedes Kleidungsstück einfach einmal in die Hand zu nehmen und sich zu fragen, macht es mich glücklich? Bei den Röcken bin ich gerade super krass ehrlich zu mir. Dieser Rock, eigentlich mega schön, aber ich habe ihn in der Hand und merke, es macht mich nicht glücklich, weil ich bin kein Streifengirl. Ich ziehe keine Streifen an, deswegen muss der leider gehen. Auch bei dem dachte ich mir, das sieht cool aus, aber ich fühle mich wie eine Oma darin und er gefällt mir jetzt leider so 1,5 Jahre später gar nicht mehr. Auch das ist mir mittlerweile viel zu Cowboy-Girl-mäßig mit diesem Einsatz hier und den habe ich auch wirklich schon 3 Jahre nicht mehr angezogen. Mit dem ist es ähnlich, der Schnitt ist total blöd, ich mag das nicht, wenn am Bauch so viel gekrusselt ist. Ich möchte, dass es da schön glatt runter geht, also vom Schnitt her würde ich den auch nie ansehen, deswegen adieu. Ja, und hier haben wir nochmal eine extrem emotionale Challenge, weil diesen Hosenrock hatte ich genäht in meinem Studium. Das war meine Diplomarbeit Abschluss. Ein Outfit von meiner Diplomarbeit zum Abschluss. Aber auch den habe ich nie angezogen und dazu gehört noch dieser plissierte Hosenrock. Ich würde mal sagen, den behalte ich. Den finde ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals anziehen werde, aber der ist richtig, richtig cool und bei dem anderen muss ich auch langsam jetzt echt mal sagen, adieu. Der gammelt jetzt auch schon über 10 Jahre in meinem Kleiderschrank rum. Das ist echt cool. It's not easy. Möchte ich es behalten? Gibt es mir ein gutes Gefühl, nicht nur wenn ich es anschaue, sondern vielleicht auch wirklich anziehen und vor dem Spiegel stellen und sich fragen, bin ich glücklich? Fühle ich mich wohl? Ja, bin ich eins mit dem Kleid? Und dann gibt es halt entweder die Antwort ja oder die Antwort nein oder die Antwort vielleicht, und zu den Vielleicht-Sachen habe ich auch noch einen Tipp für euch. Hier seht ihr meine 3 Stapel für Tops. Die bleiben auf jeden Fall, die gehen auf jeden Fall. Und das sind so Wackelkandidaten. Und ich möchte nicht nur radikal ausmissen, sondern auch nachhaltig. Deswegen unterscheide ich nochmal diese 2 Stapel. Das sind wirklich Dinge, die sofort weggehen. Und die gehen weg, aber gehen nochmal in eine Kiste. Und wenn ich sie 1 Jahr lang nicht vermisst habe, dann gehen sie auch. Also die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 95%, dass ich sie nicht vermisse und sie auch gehen nach 1 Jahr. Weil das Dumme ist halt, wenn man dann doch merkt, oh Mist, ich hätte dieses und dieses Teil gebraucht und muss ich es wieder neu kaufen, dann ist es ja irgendwie nicht Sinn und Zweck vom Ausmisten und auch vom nachhaltigen Ausmisten. 10. Die Tabula Rasa Methode. Tabula Rasa heißt so viel wie weißes Blatt, also ein sinnbildliches weißes Blatt wie unseren leeren Kleiderschrank, den wir jetzt haben. Wenn wir alles aussortiert haben, dann haben wir einen Stapel, der gehen darf, dann haben wir einen Vielleicht-Stapel und dann haben wir einen Bleibt-Stapel. Und jetzt bitte ich euch, den Bleibt-Stapel nochmal so zu sortieren, um euch wirklich zu fragen, was habe ich die letzte Zeit angehabt? Also, dass in den Kleiderschrank nur Dinge kommen, die ihr in letzter Zeit anhattet. Der Vielleicht-Stapel und die Dinge, die ihr behalten wollt, aber lange nicht getragen habt, kommt in eine Kiste. Und jedes Mal im Alltag, wenn ihr euch denkt, hey, das und das Teil vermisse ich, geht ihr zu der Kiste und holt es euch zurück. Und alles, was ihr in 6 Monaten nicht zurückgeholt habt, kann gehen. 11. Eins geht. Eins kommt. Ihr hattet so viel Mühe und ich habe auch so viel Mühe und Zeit da reingesteckt, meinen Kleiderschrank auszusortieren. Und natürlich möchte ich nicht, dass der in 1 Jahr wieder überquillt. Deswegen habe ich mir eine Regel auferlegt. Immer wenn ein Teil in meinen Kleiderschrank kommt, muss ein anderes gehen. Und so bleibe ich immer bei der Anzahl, die ich momentan habe. Und es passiert mir nicht mehr, dass es wieder mehr und mehr und mehr wird. 12. Nicht wegwerfen. Ich bekomme immer wieder die Frage, was mache ich denn mit den Kleidern, die ich jetzt aussortiert habe? Und ich kann schon mal sagen, ich werde dazu nochmal ein extra Video drehen. Aber es gibt wirklich viele Möglichkeiten, Kleider nochmal zu recyceln, Freundinnen zu fragen, sie online einzustellen, auf den Flohmarkt zu geben, zum Secondhand-Shop oder auf jeden Fall dann irgendwo in eine Kleidertonne, wo sie noch ein zweites Leben hat. Also nicht einfach in den Hausmüll, sondern bitte, wenn ihr ausmistet, gebt euren Kleidern ein zweites Leben.
Kleiderschrank einräumt, habe ich noch einen Tipp für euch. Hängt die Bügel verkehrt rum. Also nicht, wie man es eigentlich machen würde, so intuitiv reinhängen, sondern so von hinten reinhängen. Wieso? Ganz einfach, dann wisst ihr nämlich nach 6 Monaten, welches Teil ihr nie anhattet, weil ihr den Bügel nie rausgenommen habt. Ich bin fertig. Nicht nur mit dem Kleiderschrank, auch so, es waren so viele Entscheidungen. Aber ich glaube, mit den ganzen Tipps und Hilfen war es echt super easy für mich. Und jetzt kommt die große Auflösung. Wie viele Teile hatte ich und wie viel habe ich noch? Wow, also das war richtig krass. Es hat jetzt 4 Stunden gedauert, alles auszusortieren, mich zu entscheiden, auch zu zählen. Ja, ich möchte euch nochmal kurz zeigen, wie der Kleiderschrank vorher aussah und wie er jetzt aussieht. Und ihr seht dann auch gleich, wie viele Teile es weniger geworden sind. Krass, also ich bin wirklich mega stolz auf mich und ich habe sogar 48% weggegeben. Ich hatte 52 Socken und bin auf 20 runter. Ich hatte 23 Pullover und bin auf 12 runter. Ich hatte 37 T-Shirts, von denen noch 21 bleiben. Kurze Röcke hatte ich 5 und 3 dürfen bleiben. 37 Kleider waren im Kleiderschrank und 8 bleiben. Ich hatte 10 Röcke, von denen ich mich für 3 entschieden habe. Und ich hatte 11 Strickjacken, von denen 5 bleiben. Blusen und Hemden waren es 9, da sind jetzt noch 4 da. Von den 15 Tops bleiben noch 9 in meinem Kleiderschrank. Und von 15 Jacken, also Winter, Jeans etc., bleiben noch 6. Bei Badeanzug, Bikini hatte ich nur 4, da sind 3 geblieben. Unterwäsche war ein richtig großer Punkt, da hatte ich insgesamt 60, also alles BHs und Höschen zusammengezählt und habe jetzt nur noch 28 Teile. Und dann noch sowas wie Leggings, Schlafhosen, Wanderhosen, das waren 10 und da sind 7 noch geblieben. Ja, mega krass, ich bin sehr happy, ich habe sogar mehr geschafft, als ich mir vorgenommen habe und ich weiß, es ist noch lange nicht das Ende, da wird noch mehr gehen und ich freue mich drauf, weil ich schaue jetzt in diesen Kleiderschrank und es fühlt sich leicht an, einfach so nach Leichtigkeit, nach wow, ich habe einen Überblick und auch jetzt Freude wieder daran, wirklich Sachen anzuziehen und zu benutzen und sie nicht einfach nur im Schrank rumgammeln zu lassen. Ich bin gespannt, ich schreibe in den Kommentaren, wie ihr getippt habt, wie viele Teile es geworden, also wie viel ich habe. Und jetzt würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar hinterlasst als Unterstützung und mich abonniert und nächste Woche wieder dabei seid. Minimalismus ist gerade mein Hauptthema, weil ich mich damit total beschäftige und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ciao!